Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dass eine rechtspopulistische Partei, die klar rassistische Inhalte vertritt und Rechtsextremisten als Mitglieder führt, einen Antrag NRW gegen Extremismus stellt, ist an Ironie ja eigentlich nicht zu überbieten. Und wenn Sie tatsächlich so in Sorge um unsere Demokratie und Menschenrechte sind, dann sollten Sie als allererstes in Ihrem eigenen Laden aufräumen, bevor Sie die Arbeit anderer diskreditieren. Und dass Sie Ihren Antrag zu 90% bei der AfD in der Hamburger Bürgerschaft abgeschrieben haben, zeigt ja, wie wichtig Ihnen die Arbeit gegen antidemokratische und menschenfeindliche Ideologien ist, nämlich gar nicht. Aber ich finde, es gibt noch mehr, und zwar gute Gründe, diesen Antrag abzulehnen. 2011 haben wir hier ja an diesem Hohen Hause einen guten Beschluss gefasst. Zugespitzt lautete der Beschluss, die Extremismusklausel muss weg. Und warum haben wir das damals mehrheitlich hier so beschlossen? 2010 hatte ja die damalige Bundesfamilienministerin Christina Schröder diese Demokratieerklärung eingeführt. Die Träger der verschiedenen Projekte aus dem Bundesprogramm mussten als Fördervoraussetzung diese Demokratieerklärung unterzeichnen. Und gegen diese Erklärung hat sich ja sehr schnell sehr heftiger Protest formiert, weil sie sehr exemplarisch für das Misstrauen des damaligen Ministeriums gegenüber Vereinen und Initiativen stand und auch deshalb, weil sie verschiedene Rechtsunsicherheiten mit sich brachte. Es gab verschiedene Gutachten, zum Beispiel vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, das verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet hat, zum Beispiel hinsichtlich des Bestimmtheitsgebots und auch der Verhältnismäßigkeit. Aber nicht nur das, sondern, und das finde ich genauso wichtig, das Gutachten hat auch noch mal sehr deutlich und klar formuliert, dass diese Demokratieerklärung eben auch eine Misstrauenskultur auslösen könnte und damit der Arbeit gegen Rechtsextremismus entgegensteht. Und genau diese Misstrauenskultur wollen wir hier nicht. Die Demokratieklausel ist ja inzwischen auch abgeschafft worden, nicht zuletzt auch deshalb, weil es diesen Druck aus den Ländern, auch aus Nordrhein-Westfalen, gegeben hat. Und insofern ist das Thema erledigt. Die Debatte dazu ist schlicht durch. Sie kommen einfach zu spät damit. Aber ich will schon noch mal auf eins hinweisen, und das ist mir hier in dieser Debatte auch wichtig. Angesichts von steigenden rechtsextremistischen Straftaten, auch hier in Nordrhein-Westfalen, insbesondere von rechtsextremer Gewalt, einer insgesamt polarisierten Stimmung in der Gesellschaft und auch einer Diskursverschiebung nach rechts, die wir derzeit erleben, ist es, finde ich, nötiger denn je, die Zivilgesellschaft zu unterstützen und sie zu stärken. Und dazu leisten ja gerade die Projekte gegen Rechtsextremismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einen ganz unverzichtbaren Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie und zur Achtung der Menschenrechte. Und mit Ihrer Formulierung unterstellen Sie genau diesen Projektträgern in Nordrhein-Westfalen. Das sind die mobilen Beratungsteams, das sind die Jugendverbände, das geht hin bis zu den kirchlichen Trägern, die diese Projekte machen. Genau denen unterstellen Sie jetzt, die würden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und das ist unhaltbar, das ist nicht belegt. Es gibt überhaupt keinen Anlass für diesen Antrag, weil es schlichtweg hier nicht zutrifft. Und Sie verlangen in einem zweiten Schritt ja auch noch, dass eben diese Projektträger ihre Partner überprüfen sollen. Und ich finde, dass dieser Umgang mit Menschen, die ja gerade sich aktiv für Demokratie, für Vielfalt einsetzen und das ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten hier in Nordrhein-Westfalen ja auch tun, damit schaffen sie eine Misstrauenskultur gegenüber genau diesen wichtigen Partnern. Und das ist ja offensichtlich von Ihnen auch gewünscht. Denn, und das will ich ja auch noch mal sagen, das Motiv der AfD-Fraktion ist ja relativ klar. Sie wollen genau diesen Demokratinnen und Demokraten, die sich immer wieder engagiert eben für diese Themen einsetzen, die bei jedem ihrer Parteitage gegen ihre rassistische Politik demonstrieren, denen wollen sie hier mit Stöcke zwischen die Beine werfen. Das wird ihnen nicht gelingen, denn wir werden auch weiterhin auch hier in diesem Hohen Hause gemeinsam mit den demokratischen Vereinen, mit den Initiativen, mit den Verbänden gemeinsam vertrauensvoll zusammenarbeiten und die Zivilgesellschaft weiter stärken und weiter unterstützen. Und deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Vielen Dank.